Sie suchen nach besonders einfachen Tools, die ohne viel Einarbeitungszeit verwendbar sind und einen Mehrwert beim digitalen Lernen und Lernen bringen? Wir stellen heute drei Basic Tools aus unserem Werkzeugkoffer vor, die diese Kriterien erfüllen, nämlich EduPad, Padlet und Office Lens. Wir beginnen mit Office Lens, eine App, die die Ergebnisdokumentation in Kursen oder Seminaren sehr vereinfacht. Wie Office Lens funktioniert, erklärt uns gleich Wilfried Frey. Office Lens ist im Wesentlichen eine Kamera-App, die im Raum hängende Dokumente, Flipcharts, Plakate, an die Wand projizierte Präsentationen, Tafeln, Whiteboards oder auch Skizzen in meinem Notizblock fotografiert, das Bild verbessert, zuschneidet, entzerrt und mir so hilft, sehr rasch zu einer Ergebnisdokumentation in digitaler Form zu gelangen. Damit ist mein Seminar, meine Bildungsveranstaltung, mein Workshop auch sehr schnell dokumentiert. Wie schaut das Ganze aus? Da ich Office Lens schon von meinem App Store installiert habe, kann ich gleich loslegen und klicke einfach hier auf dieses Icon und Sie sehen die Kamera sofort aktiv und zeigt Ihnen gerade meinen Schreibtisch. Ich halte nun einfach die App auf das Flipchart, das hier hängt auf meinem Flipchart-Ständer. Und Sie sehen, es wird sofort hier ein roter Rahmen um das Objekt gelegt. Die Kamera, das App erkennt sofort das Objekt, das ich hier gerne aufnehmen würde. Und ich tue das jetzt einfach mit dieser Voreinstellung Dokument. Und Sie sehen sehr schnell, habe ich hier auch schon ein Ergebnis, ein Bild, das etwas verbessert ist, das hier beschnitten wurde, ohne dass ich etwas tun musste dazu und ich in der Vorschau auch schon angezeigt bekomme. Mit dieser Voreinstellung Dokument, die Sie gerade gesehen haben, nehme ich sehr gerne Objekte auf, die viel Text zeigen, Flipcharts, Plakate, Folder, die ich abfotografieren möchte, unterschiedliches in dieser Art, stimmt dann einfach die Qualität dazu. Jetzt habe ich hier die Vorschau und kann das Bild hier, wenn ich möchte, noch nachbearbeiten. Zum Beispiel brauche ich oft die Funktion des Zuschneidens. Ich habe hier unten auf Zuschneiden geklickt und Sie sehen, die Kamera zeigt mir noch, wie sie hier gearbeitet hat und zu diesem Ergebnis gekommen ist. Ich kann zum Beispiel, wenn ich möchte, hier durch einen Klick auf diese, also durch einen Tipp auf diesen runden Punkt in der Mitte, da noch den Rahmen ein bisschen ziehen und so dafür sorgen, dass der Zuschnitt besser so gewählt ist, wie ich das gerne hätte. Auch drehen kann ich hier. Und ich kann auch noch weitere Bilder gleich hinzufügen zu meiner Ergebnisdokumentation, damit ich nicht jedes Bild einzeln speichern muss. Jetzt sage ich hier zum Beispiel hinzufügen und denke mir, ich möchte auch noch die Notizen aus meinem Notizblock hier abfotografieren. Den lege ich mir hier einfach hin, da habe ich schnell was hingekritzelt im Workshop-Verlauf und halte da jetzt drauf. Das ist in dem Fall ein Bild, das sehr viel, also grafische Elemente beinhaltet, nicht viel Text, das ich gern gut gezeigt haben möchte. Da klicke ich jetzt auf Whiteboard. Das ist eine Funktion, die bei der Aufnahme von Bildern in dieser Art sehr gut hilft. Ich drücke wieder auf den Auslöser in der Mitte. Und Sie sehen sehr rasch, habe ich hier ein verbessertes Ergebnis angezeigt. Der Kontrast ist erhöht, die Farben sind nochmal leuchtender. Ich kann das nochmal wieder nachbearbeiten, wenn ich möchte, mit dem Zuschnitt. Das kennen Sie schon, das mache ich jetzt einfach ganz flott hier. Mit dem Haken rechts oben bestätige ich wieder meinen Zuschnitt und habe hier ein sehr schönes Ergebnis. So, wenn es mir nicht gefällt, könnte ich mit dem Mülleimer-Symbol rechts oben hier nochmal das wieder auch entfernen, aber ich bin hier zufrieden mit meiner Auswahl und klicke auf Fertig, um jetzt zur Speicheransicht zu gelangen. In der Speicheransicht kann ich meine Bilder nun benennen. Hier ist das Aufnahmedatum voreingestellt, das lasse ich auch für mich, das ist sehr praktisch als Zusatzinformation, aber ich nenne das jetzt hier beispielsweise Workshop, und werde das so speichern, bestätige die Eingabe. Und jetzt habe ich verschiedene Möglichkeiten, hier die Dateien auch abzuspeichern. Das erste, das hier schon angehakt ist, der Katalog, bedeutet, dass die Bilder am lokalen Speicher in meinem Smartphone abgelegt werden. Ich kann auch die Bilder unmittelbar in andere Dateiformate hinüber exportieren, als PDF-Datei, OneNote-Datei, als Word-Dokument oder auch als PowerPoint. Darauf gehe ich jetzt nicht weiter ein, denn was ich besonders praktisch finde, ist die Funktion OneDrive, die hier auch schon aktiviert ist. OneDrive ist der Cloud-Speicher von Microsoft, das heißt ein Speicher im Internet, in den die Bilder übertragen werden, wenn ich jetzt auf Speichern klicke, und von wo aus sie unmittelbar auch mit meinem PC synchronisierbar sind. Das heißt, ich lade es hoch und binnen weniger Sekunden habe ich dann auch die Bilder schon auf meinem PC verfügbar, um sie weiterzuverarbeiten. Das ist sehr praktisch.
Wichtig für Sie zu wissen, OneDrive benötigt ein Konto, ein Microsoft-Konto. Sowas können Sie sich kostenlos bei Microsoft registrieren, anlegen und haben dann wirklich ausreichend Speicher, um mit Office Lens auch zu arbeiten. Diese zwei Funktionen habe ich also ausgewählt und klicke unten auf Speichern und die Bilder werden gesichert. Und Sie sehen, die sind da sozusagen auch schon gesichert, gespeichert. Und Sie sehen auch, dass die beiden Dateien, die ich vorher aufgenommen hatte, hier mit fortlaufender Nummerierung auch abgelegt wurden. Workshop 1, Workshop 2. Möchte ich nun die Bilder auch rasch teilen, also nicht mehr weiterverarbeiten, sondern sagen, das geht gleich an mein Team raus, das beispielsweise diese Dokumentation benötigt, dann benutze ich hier rechts dieses Teilen-Symbol und gehe hier auf mein Conedo-Team und sage, okay, senden. Und rasch geht auch sozusagen über WhatsApp in diesem Fall dieses Dokument hinaus und die Kolleginnen können das verwenden. Wirklich ein praktisches Tool, um Seminarergebnisse rasch zu dokumentieren. Man kann die Bilder übrigens auch per E-Mail oder in den sozialen Medien teilen, je nachdem, welche Apps man auf dem Smartphone hat. Als nächstes haben wir mit EduPad ein Tool ausgewählt, mit dem mehrere Personen gleichzeitig an einem Online-Dokument arbeiten können. Das ist zum Beispiel in der Vorbereitung praktisch. Man kann es aber auch während einer Weiterbildung einsetzen. Schauen wir uns das einfach mal gemeinsam an. EduPad ist ein Online-Texteditor für die gemeinsame Arbeit an einem Text. Um EduPad zu nutzen, öffne ich meinen Browser, das sollte in diesem Fall Mozilla Firefox oder Google Chrome sein, und gebe die Internetadresse edupad.ch ein. Dann klicke ich auf kostenloses Pad erstellen. Und schon öffnet sich mein Pad. Ich kann jetzt gleich mal diesen Willkommenstext herauslöschen. Rechts oben sehe ich, wer an diesem Pad arbeitet. Momentan bin das nur ich. Ich könnte hier auch meine Farbe bearbeiten und mir eine andere Farbe aussuchen, mit der dann der Text markiert wird. Ich kann jetzt entweder einen Text eingeben oder, wenn ich schon einen vorbereitet habe, diesen hochladen und importieren und dann dran weiterarbeiten. Das mache ich jetzt einmal. Ich habe nämlich schon angefangen. So viel habe ich noch nicht geschrieben, nur die Überschrift. Das heißt, ich arbeite jetzt einfach einmal an meinem Text weiter. Wenn ich dieses Pad jetzt teilen möchte, muss ich nur die Adresse kopieren und die verschicken. Aha, ich sehe, meine Kollegin Simone arbeitet jetzt auch schon am Pad und hat schon einen Tippfehler gefunden und ausgebessert. Bei der synchronen Arbeit unterstützt uns auch der begleitende Chat rechts unten. Da können wir uns parallel über den entstehenden Text unterhalten. Und ich sehe hier schon eine Nachricht von Simone, nicht schon wieder Weihnachten. Kann jetzt natürlich auch antworten. So können wir uns jetzt im Chat ausmachen, dass wir ein Ganzjahresgedicht machen und Simone kann das dann gleich in den Text einarbeiten. Benutzername und Chat kann man übrigens in den Einstellungen auch noch einblenden, sodass sie immer auf der Seite angezeigt werden. Insgesamt können bis zu 15 Personen synchron an diesem Textdokument arbeiten und in Echtzeit sehen, was die anderen gerade machen. Natürlich kann man auch zu unterschiedlichen Zeiten, also asynchron am Text arbeiten. Zum Schluss kann man den Text noch formatieren. Es gibt ein paar Möglichkeiten, zum Beispiel Fettschrift, Kursiv, Unterstrichen oder auch Aufzählungspunkte und Nummerierungen. Mit dem Augensymbol kann man die Farbmarkierungen entfernen. Möchte man eine Änderung nachträglich nachvollziehen oder eine frühere Version aufrufen, kann man durch Klick auf das Uhrensymbol den Bearbeitungsverlauf anzeigen. So, der Text ist fertig. Jetzt wollen wir ihn exportieren. Und das können wir in verschiedenen Formaten machen.
zum Beispiel als Textdatei, als Word-Dokument oder auch als PDF. Und so sieht unser fertiges Gedicht aus. Ein praktisches Tool, wenn man online zusammenarbeiten möchte. Übrigens, unter vhspad.de gibt es auch eine EduPad-Version, die von den deutschen Volkshochschulen gehostet wird. Jetzt aber zu unserem dritten Tool, Padlet. Das kann man sich vorstellen wie eine digitale Pinnwand, an die man Texte, Bilder und andere multimediale Inhalte heften kann. Birgit Aschemann wird uns gleich mehr darüber erzählen. Padlet bietet Ihnen eine leere Pinnwand, die Sie gemeinsam mit anderen Menschen mit Inhalten aller Art füllen können. Wir schauen uns das jetzt gemeinsam an, indem wir zunächst mal im Browser gemeinsam auf die Seite padlet.com gehen. Und die öffnet sich bei Ihnen vielleicht mit einer etwas anderen Ansicht. Wenn Sie hier noch nie waren, müssen Sie sich nämlich zuerst registrieren. Und das machen Sie am besten einfach mit Ihrer E-Mail-Adresse und einem selbstgewählten Passwort oder Sie verwenden Ihren Google Account oder Ihren Facebook-Account für die Registrierung. Die Registrierung hat den Vorteil, dass Sie später von jedem Gerät aus auf Ihre Pinnwände zugreifen können. Jetzt klicken wir hier auf ein Padlet erstellen und bekommen einen Überblick über die Formate, aus denen wir eines auswählen können, und das wird sich unterscheiden, je nachdem, was Sie mit dieser Pinnwand vorhaben. Ich wähle hier einfach mal die Wand und bekomme einen ersten Vorschlag für Überschrift und Hintergrund. Hier ist leider serienmäßig ein Fehler eingebaut und ich ändere das mal in den Titel Meine erste Wand und als Untertitel nehme ich Demo-Pinnwand für EBMOOC und suche mir da vielleicht auch einen anderen Hintergrund aus. Der ein bisschen ruhiger ist, aber auch nicht allzu grau. Und dann könnte ich mir auch noch ein Symbol hier einblenden, wenn ich glaube, dass eines passt. Und würde dann hier noch ein paar Einstellungen vornehmen können. Interessant ist diese Möglichkeit, wenn Sie hier auf Zuordnung klicken, bedeutet das, dass jedes Posting von einem Kollegen oder Teilnehmer oder einer Teilnehmerin mit dem Namen des Autors oder der Autorin versehen wird. Das ist manchmal ganz sinnvoll. Hier habe ich das jetzt wieder ausgeschaltet. Ich gehe da gleich auf Weiter und komme zu den Datenschutzoptionen, die mir Padlet hier anbietet. Also da gibt es unterschiedliche Stufen des Schutzes oder der Geheimhaltung. Ich gehe hier mal auf Öffentlich, weil das die einfachsten Möglichkeiten bietet des Teilens und des Einladens von Kollegen und Kolleginnen. Und Padlet ist ja vor allem erst interessant, wenn man es mit anderen Menschen gemeinsam nutzt. So, ich habe auf Weiter geklickt und sehe, dass ich hier schon starten kann mit dem Posting. Und das Posten selbst ist denkbar einfach. Das funktioniert nämlich mit einem Doppelklick. Ich habe hier doppelt reingeklickt und sehe jetzt ein Feld für Titel, Text und eine kleine Medienleiste. Und ich nutze das mal, um einfach einen Willkommensgruß auszusprechen und eine Einladung zur Vorstellungsrunde oder Vorstellrunde. Und habe hier schon eine erste Nachricht hinterlassen. Wenn ich mit dem Mauszeiger auf die Nachricht gehe, sehe ich, hier könnte ich auch noch was dazufügen oder ausbessern. Hier könnte ich den ganzen Post wieder löschen und ich kann auch noch ein paar andere Formatierungen vornehmen, wenn ich Lust dazu habe. Zum Beispiel den farbigen Hintergrund. Jetzt greife ich aber auch gleich die Einladung zur Vorstellrunde auf und möchte Ihnen zeigen, wie das funktioniert, hier Medien zu verlinken. In diesem Fall verlinke ich ein Foto, um mich vorzustellen, und könnte dafür einfach eine Datei vom Gerät aus hochladen oder jetzt in diesem Fall einfach ein Foto von der Webcam machen und werde dann noch gefragt, ob ich den Kamerazugriff erlaube. Das mache ich jetzt mal und kann hier ein Foto machen und üblicherweise kriege ich da eine kleine Vorschau, wenn ich das jetzt nicht abwarten möchte. Ja, da ist sie schon. Stimme ich einfach zu und habe mich hiermit auch schon mit einem Foto vorgestellt.
Jetzt möchte ich da aber vielleicht auch andere Medien hochladen oder verlinken, beispielsweise Textfiles, Tonfiles, andere Bilder oder auch Internetadressen, Links. Und in diesem Fall gibt es einen interessanten Link, den ich mit Ihnen teilen möchte, nämlich Fragen und Antworten zu Padlet. Und hier gehe ich wieder auf die Medienwand und füge hier die URL ein, die ich mit Ihnen teilen möchte, oder gebe sie ein, wenn ich sie nicht im Zwischenspeicher habe, und sehe dann schon mit einer Vorschau, wie das aussehen würde, wenn ich Ihnen diese Seite hier auf dem Padlet zeige. Und ich bin einverstanden mit dieser Ansicht und habe hier diese Seite schon in einer klickbaren Version für Sie verlinkt und kann hier jetzt auch noch ein bisschen aufräumen, indem ich die Postings anders anordne und natürlich jetzt so weiterarbeiten und andere Texte, Medien und so weiter hier sammeln, verlinken und zur Verfügung stellen. Das Ganze wird erst so richtig interessant, wenn ich dieses Padlet mit anderen teile, und ich habe es schon erwähnt, es genügt einfach hier die URL zu teilen, aber es gibt auch noch ein paar andere Möglichkeiten. Bei einem offenen Padlet wie diesem können Sie den QR-Code verwenden oder einfach auch den Link in einen Blog oder eine Website einbetten oder direkt per Mail verschicken oder eben die Social Media dafür verwenden zum Teilen. Wenn dann die Pinnwand sich gefüllt hat, dann möchten Sie sie vielleicht dokumentieren oder auch ausdrucken oder eben einen Export als Bild oder CSV oder Excel oder auch als PDF-File vornehmen, um die Informationen zu sichern, die Sie hier gesammelt haben. Und ich schaue mir hier mit Ihnen mal an, wie das aussieht, wenn wir hier einen PDF-Export vornehmen. Da können wir noch den Seitenstil wählen. Ich bleibe gleich bei der A4-Einstellung auf Porträt, um mir das mit Ihnen anzuschauen. Und wir haben hier eine erste einfache Dokumentation dessen, was wir hier auf unserer schnell erzeugten Pinnwand bisher gesammelt haben. Ja, dazu sagen möchte ich noch, Padlet ist ein sehr dynamisches Tool mit einem sehr innovationsfreudigen Entwicklerinnen- und Betreiberinnen-Team. Das heißt, es ändert auch gern mal sein Aussehen ein bisschen. Es kommen laufend neue Funktionen dazu und kleine Kinderkrankheiten werden auch immer sehr rasch behoben. Das heißt, es zahlt sich wirklich aus, sich mit diesen Grundfunktionen gut vertraut zu machen und ansonsten immer wieder zu schauen, was sich verändert hat und was an neuen Funktionen noch dazugekommen ist. Man sieht, Padlet ist ein vielseitiges Tool, mit dem man so einiges machen kann. Egal welches Tool man jetzt auswählt, es soll natürlich immer zu dem passen, was man machen möchte. Schauen wir uns deshalb noch kurz die Einsatzszenarien im Vergleich an. Office Lens eignet sich überall dort, wo man physische Unterlagen digitalisieren will, ohne dass man sie groß nachbearbeiten muss. Die App ist auf das Wesentliche reduziert und hat eine OneDrive-Cloud-Speicherintegration, was bedeutet, ich kann die Ergebnisse rasch auf den PC hochladen. Allerdings bin ich dabei an ein Konto bei Microsoft gebunden. Nicht alle wollen das. Eine Alternative ist das Tool CamScanner. EduPad eignet sich, wenn man gemeinsam an Texten arbeiten möchte. Zum Beispiel eine Veranstaltungsbeschreibung, ein Curriculum oder einen Projektantrag schreiben. Oder auch, wenn man gemeinsame Texte mit einer Lerngruppe erstellen möchte. Zum Beispiel zum Erheben der Vorkenntnisse oder für eine Zusammenfassung. Der große Vorteil von EduPad, es können alle simultan arbeiten, ohne dass parallele Textversionen entstehen. Am besten funktioniert das in den Browsern Mozilla Firefox oder Google Chrome. Padlet ist das Around-Talent rund um Bildungsveranstaltungen. Man kann es zum Beispiel vor einer Veranstaltung verwenden, um sich und die Teilnehmerinnen vorzustellen, Links und Dokumente zu teilen oder Wünsche und Fragen zu erheben. Während einer Veranstaltung kann man hier gemeinsame Materialien, Infos und Ideen sammeln.
Nach einer Veranstaltung kann man Padlet zum Beispiel für eine Ressourcensammlung oder Feedback und Evaluationen verwenden. Darüber hinaus sind natürlich auch noch weitere Einsatzszenarien denkbar. Das waren drei einfache Basic-Tools für den Einstieg ins digitale Lehren und Lernen. Viel Freude beim Ausprobieren!